jungen Leute an diesem Abend ist Joja Wendt, unter anderem auch von Günter Henzel gefördert, der einen sehr virtuosen Boogie-Woogie spielt. Und er hat als große Überraschung dann noch die große Lady des Blues mitgebracht, Inga Rumpf, tritt mit ihm dann noch auf. Wir feiern heute den Boogie Woogie, weil der Boogie Woogie 8 Schläge pro Takt hat. Und ich möchte jetzt ein Stück spielen,
was ich vor längerer Zeit mal von einer Pianistin gehört habe. Das war Cleo Brown, die ist eigentlich relativ unbekannt. Und bekannt geworden wurde sie damals mit einem Stück, das heißt Pelican Stomp, und damit beschreibt sie ihr Haustier. Und das ist ein Stride-Piano-Stück, die linke Hand macht Sprungbässe. Pelican Stomp. Dankeschön. Okay, um es kurz zu machen, denn wir haben ja nicht so viel Zeit. Es kommen noch super viel ganz tolle Pianisten, unter anderem viele meiner großen Vorbilder. Die haben wir alle da hinten noch, die wollen natürlich alle spielen. Deswegen mache ich es jetzt ein bisschen schneller. Ich möchte jetzt noch ein Stück spielen, was einfach zu diesem Abend dazugehört. Und zwar ist das eigentlich das Stück, was Boogie Woogie Geschichte geschrieben hat. Und zwar vor 69 Jahren, im Jahre 1927, wurde ein Stück komponiert von Meat Lux Lewis. Und Meat Lux Lewis war ein großer Anhänger und Freund von Dampflokomotiven. Der hat ein Stück geschrieben, das heißt Honky Tonk Train Blues, macht auf musikalische Art und Weise einen Eisenbahnzug nach.